und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ja, in der letzten Folge hat sich der Vergesslichkeitsteufel eingeschlichen. Und zwar habe ich im Schnitt gesehen, dass ich ja hier noch ein Elixier des Lebens gefunden habe, welches ich jetzt trinken werde. So, genau, da haben wir wieder ein bisschen mehr Lebensenergie. Ja, okay, jetzt mal Schluss mit dem kölschen Dialekt und Jean Pütz. Also Jean Pütz, den habe ich gerne als Kind gerne geguckt in der Hobbithek. Ne? Falls das der ein oder andere kennen sollte. Und jetzt geht's hier runter. Ja. Okay. Was erwartet uns hier? Ich bin immer vorsichtig. Jede Menge Bücherregale hier. Ha, machen wir mal Licht. So, machen wir mal ein Fackelchen an. So, und dann gucken wir mal. Das ist doch hier. Voll die Bücherei. Genau, und noch eine Seitentür. Da gehe ich mal hin und. Was könnte es sein? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Immer diese Schlüsselgeschichten. Aber. Gibt's denn hier ein Büchlein? Okay, die Decke ist zu niedrig, da oben drauf wird nichts sein. Gibt's denn hier ein Büchlein? Ja, ich weiß, seitlich laufen mit Fackel ist doof. Tür kenne ich. So, noch ein Büchlein irgendwo hier. Nee, aber eine Buchkommode. Hä? Das kann ich nicht lesen. Irgendwas ist nicht ganz korrekt. Die Buchkommode wird nicht angezeigt. Warum denn? Moment mal. So, vielleicht wird sie jetzt angezeigt. Nö. Damit auch nichts zu tun. Dann will ich einfach mal jetzt mal hier wahllos an der Buchkommode. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nichts versteckt sein soll. Boah. Aha. Auch nicht. Ja, toll. Superklasse. Ich glaube, ich renne mal wieder und pack mir die Fackel weg. So, und dann werde ich vorsichtshalber gleichzeitig auch nochmal. Nein, der Ring ist weiter unten. Nee, der ist weiter oben. Oh. So. Jetzt geht's aber wirklich los. Was habe ich mir denn noch aufgeschrieben, was mir im Schnitt aufgefallen ist? Was hängt denn da? Guckt eine Axt raus. Was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Elixier des Lebens. Ach ja, Osiris und Othello sollte ich mal besuchen, wegen der Straßenräuber. Aber das, die sind ja. Wo waren die denn nochmal? Die waren irgendwie in so einem, in dieser Einkaufspassage. Schau mal, wo ist die Einkaufspassage? Ich gehe mal gucken. Ach, diese Orientierung bei Nacht. Schlimm. Zip, 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 zip. Das ist nicht richtig. Ich werde mal dahin springen, indem ich mal einen kleinen Schnipsel mache. Oder erstmal gucken. 2.41 Uhr. Na, diese Räubertjes, die sollten ja eigentlich in diesen Zelten hausen. Aber ich habe ja schon die Zelte eigentlich alle durch. Aber Kontrolle ist gut. Was? Was? Was haben wir hier? Teppich zum Schlafen. Naja, haben wir ja schon gehabt. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass wir hier nochmal nachgucken sollten. So, ja. Sklavenwache. Ich dachte, wir hätten mal wieder einen Räuber. Gut. Moment. Ist das hier nicht so die Einkaufs... Das? Ja. Das ist es. Hier waren sie doch. Othello und, ja... Der Stand von Osiris und Othello. Genau, die beiden. So, und tut sich hier was? Hier tut sich nichts. Ich speichere mal. Denn es steht ja hier, wo war das jetzt nochmal? Die Straßenräuber von Uga. So, also, Händler Osiris, also in der nachtdunklen Ecke genauer angucken. Händler Osiris Othello, da bin ich ja jetzt. Und Sklavenviertel, welches beim Tuchhändler Abbas beginnt. Können die Räuber im Dunkeln lauern? Können sie aber
Ich schätze mal, es ist zu spät. Irgendwann müssen die Robber ja auch mal zur Nacht schlafen. Ist das eine Leiter? Nee, das ist Textur. Ja, dann werde ich doch mal... Hier ist Leo zum Beispiel, okay. Okay, ich werde mal mein Bettchen ausbreiten und... Nee, Quatsch. Geh mal hier rum. So, hier in das Zelt. Wir sind denn das? Das ist ein Theo. Okay, das sind die Kiffer. Und irgendwo war denn jetzt das Zelt mit dem Teppich zum Schlafen? Oh, finde ich es wieder nicht. Das war doch ziemlich weit vorne, oder was? Oder wie? Und hier sind wieder rote Zelte. Ja, danke. Sorry. Doppelt gemoppelt. Da ist es. Da ist ja auch ein Teppich zum Schlafen. Dann werden wir mal bis Mitternacht schlafen und mal gucken, was da so abgeht im Viertel. Im Viertel hier. Also, wir sind ja hier im Sklavenviertel. Und gucken wir mal, ob hier was abgeht. Falls was abgeht. So. Hier ist auch noch ein Bett. Okay. Jetzt gehen wir mal zu den Händlern. Händlerstände Osiris und kann ich hier eigentlich rein? Ja, hier war ich doch schon drin, ne? Ah, ja, klar. Hier geht's nach den Katakomben runter. Ach ja. So, jetzt Schuster, bleib da bei deinen Leisten. So, es ist 0:14 Uhr. Kann ich eigentlich hier noch was klauen? Nö. Ja. Okay. Ich denke mal, wir müssen das... Ja, dem Zufall überlassen, diese Ziegen, die meckern wieder rum. Dem Zufall überlassen, bis wir dann mal Sklavenjäger per Zufall... Ja, ich bin heute nicht so auf der Höhe. Über den Weg laufen, ne? Also per Zufall über den Weg laufen, die Sklaven. Jäger nicht, sondern die Räuber, die Straßenräuber. Hier ist eine schwebende Kerze. Raus hier! Ja, ich gehe ja schon. Ja, mach, dass du wegkommst. Jupp. Uns fehlt ja die Musik. Dann werde ich mal speichern. Was haben wir als nächstes zu tun? Said, Vater von Tamara. Soll ich mal, oder? Tabor nochmal suchen? Wo könnte der sein? Der soll doch irgendwo in der Oase sein. Bin ja noch so ein bisschen... Moment mal. Das ist diese komische Arena. Also, ich denke, dass es eine Arena ist. Aber gucken wir mal hier. Refels rum. Vielleicht kriegen wir hier Straßenräubertjes. Nö. Ja. Dann, kann ich echt nur sagen, dass wir nochmal die Suche beginnen zu Tabor in der Oase. Und da habe ich nochmal eben kurz vor der Tür genächtigt und jetzt geht's zur Oase rum. Ich bin so weit fortgeschritten, dass ich jetzt hier zur rechten Hand den Spike habe. Da hinten ist der alte Tempel und hier ist ja noch so ein Durchgang. Den hatte ich ja mal besucht gehabt und habe mich von diesen Löwen, die da gleich erscheinen werden, abbringen lassen. Jetzt versuche ich mal, das sind viele, die kann ich wahrscheinlich alle gar nicht mit dem Schwertchen machen. Jetzt gucke ich mal, ob die Verschaltung haben, was Gruppenaktivitäten angeht. Gruppenaktivität ist auch wieder mal... Mal gucken wir mal, ob wir die erste Löwin mal anpieken können, ohne dass sie den anderen Bescheid gibt durch Jaulen, Miauen. Oh, okay. Feuerfall bringt ja nicht viel. Wenn ich jetzt die Waffe wechsle, bin ich tot. Oder auch so. Deswegen versuche ich es mal auf die althergebrachte Weise
mal so nah ranzugehen, dass die Löwin sich mal, hey, nicht zu den anderen hingehen. So, ja, komm, Russi, komm. Mag ja Katzen ungemein, aber solche Katzen nicht so sehr. So, pop. Nee. Ah, oder? Wen streckt's als erstes nieder? Oh, die anderen werden gleich auch. Okay. So, ich weiß, dass ich jetzt hier mal die Löwin häuten und entkrallen muss und das, den Rest mache ich da im Off. Ei, da sind ja noch mehr. Aber ich habe noch was entdeckt. Und zwar gibt es hier so ein Seitenhöhlchen oder einen Eingang, der eine Zirpennessel beinhaltet. Okay. Das war's dann, oder wie? Sehr ergiebige Höhle. Wie noch was? Nein, tolle Nummer. Ja, da werde ich mich an die restlichen Löwen hier unten noch weiter ranmachen. Oh, das letzte Raubkätzchen noch. Oh, nee, dahinter ist noch eine. Oh, weg. Nicht zu nah dran an dem anderen Kätzchen. Oh, du bist ja schnell. Macht er wieder diese komische Ausholgeschichte, der Herr Roland. Okay. So, jetzt aber. Jetzt hoffe ich doch, dass da kurz vor der Krümmung oder die Biegung da, dass das hier die letzte Löwin ist. Nee, immer noch nicht. Leute, das werde ich dann auch wieder mal überspringen und im Off fertig machen, ne? Los. So, kurze Zwischenbilanz. Wir sehen noch ein Löwchen und dahinter ist ein Teleporter. So was Beklopptes. Okay. Ich dachte, ich würde hier Tabor finden. Schade eigentlich. Schade. Okay, die letzte Löwin war das. Ja, und dann werden wir es wohl wagen, da mal uns drauf zu stellen. Ja, dann gucken wir mal, wo es uns dahin bringt. Ist hier noch irgendwas zu untersuchen? Nein. Schatzsuche im Pendeltempel. Und Mumien. Ah, super geil. Was ist denn jetzt los? Okay, sorry, dass es ja, ein bisschen hier. Oh Mann. Nee. Überraschung. Da bist du auf der Suche nach Tabor und dann hast du hier gleich irgendwelche Peoples, die da mal dich angreifen. Also Mumien hier. So ein bisschen Abstand nehmen. Okay. Aufpassen. Oh Mann. Okay, die andere Mumie bleibt da an der Statue hängen. Los, Mumie, hau ab. Genau, richtig. So, dann kann ich dich ja hier ganz bequem zwischen die Beine nehmen. das war knapp. So, ich schätze mal. Oh, es gibt was zu holen. Ach, die sind giftig, die Mumien. Haha. Die sind ja giftig. Ne? Wo sind die andere? Jetzt runtergeflogen oder was? Oh. Ach ja. Tja. Mal eben was gegessen. Bananen und Äpfel kann ich empfehlen. Die geben immer richtig schön Stärke. Was ist das für ein Teil? Womit denn? Ach, mir fehlt der Gegestand dazu. Womit denn? Ja, schön. Und jetzt? Hier kann ich auch nichts machen. Das heißt also, das wird bestimmt der Schalter sein, den man mit einem Gegenstand aufmachen muss, bevor sich das hier öffnet. Und wo geht's hier wieder lang?
Ach, wieder zurück. Okidoki. Dann gucken wir doch mal hier. Schatzsuche im Pendeltempel, was das ist, was das bedeuten soll. Der Teleportstein in der Schlucht der Löwen, ach, das ist die Schlucht der Löwen, in der Nähe der Uga-Oase hat mich zu einem Tempel im Gebirge geführt. Doch der Zugang ist verschlossen. Wenn sich der Eingang nicht öffnen lässt, werde ich nichts machen können. Hier haben wir ja gesehen. Der Teleportstein im Pendeltempel hat mich wieder zum Teleport in der Schlucht der Löwen geführt. Ja, und wo ist Tabor? Mann, oh Mann, ich gehe weiter auf die Suche. Und zwar stehe ich wieder vor einem bewachten Höhleneingang. Gucken, lassen die mich durch. Das sind sogar Sklavenjäger. Aha. Berittene Gobo-Reiter. Dann werden wir auch mal da. Ups. Oha. Okay, klappt doch. Klappt doch. Und es gibt Fleisch. Wir gucken erstmal hier alles akribisch durchsuchen. Ist noch irgendwas gibt hier. Robo-Reiter. Auch lustig. Wo hast du mich schon entdeckt? Nein, dann kann ich ja noch ein bisschen weiter gucken. Vielleicht ist ja hier am Ende Tabor. Oh, der hat mich ein bisschen genatzt. Ja. Dafür 10 Münzen werde ich jetzt meine Hand nicht bewegen. Gobo-Reiter. Oh yeah. Ach du liebes Bisschen, noch mehr Gobos. Oh, knapp war das. Das war richtig knapp. Es ist Zeit zu essen. Und gucken wir mal, wie viele das überhaupt sind. Da stehen noch welche auf dem Felsen. Oh, die sind alle miteinander verschaltet. Oh, da muss ich jetzt ein Unwetter opfern. Schnell. Oh, da kommen sie. Raus wie... Alter Schwede. Ah, sehr schön. Oh, eine Stufe gestiegen. So, dann gucken wir nochmal weiter hier ums Eck. Da ist noch ein Goblin-Reiter, aber ich glaube, das war's dann. Die haben hier oben gestanden. Okay, dann werde ich die hier mal im Off looten. Ja, ein bisschen Gold hat's ja gebracht. Und ein Pilz und ein Fisch. So. Nee, das wollten wir nicht. Steht da hinten auch noch ein Feuergolem und ich darf mal wieder hier den Ring an- und ausziehen, aber ich werde erstmal warten, bis der Gobo mich da mal angreift. Goblin Reide, sehr schön. Auch der nicht zu plündern. Dabei. Ja, dann werde ich mich mal wieder umziehen, um diesen Feuergolem da mal zu erledigen. Das Ganze muss natürlich schnell gehen, weil ich ja jetzt hier wieder... vergessen habe, den Ring an- und auszuziehen. Ja, weil ich ja hier... Und dann kommt... Weil ich ja keine Hitzeschutzrüstung habe. Jo, los! Das ging doch so gut immer. Mann! Jetzt hat endlich super Feuergolem. Oh, mal wieder schnell umgezogen. Und da hinten ist ja noch ein Gobo-Reiter. Und noch ein Feuergolem. Warum mache ich das jetzt mit dem Pfeil und Bogen? Ich weiß es nicht. So, hier glaube ich viel effektiver, wenn wir das mal so machen. Okay, auch wieder ein bisschen Gold geholt. Wieder ein Feuergolem. Wie viele gibt es denn eigentlich noch hier? Ich denke mal, das wird wohl der letzte sein. Okay, dann werden wir uns wieder mal umziehen. Übrigens, hier ein Assassin-Krummschwert hat mehr Schaden, aber in Zweihand bin ich nicht gut. Ich nehme mir wieder meinen Sturmknecht. Und für alle, die das jetzt nochmal sehen, hier gibt es eine Golem-Schutzrüstung. Und dann werde ich mal speichern. Und ihn mal hier schnell erledigen. Oh! Oh,
hier gleich aus dem Stand heraus. Ne, aus dem Dings, aus dem Liegen herausgeschlagen. Klasse. Okidoki. Also, umrüsten. Okay. Da ist nicht zu holen. Habe ich ja schon genommen. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Auf die Zeit habe ich auch geachtet. Ich sollte auch mal was essen und speichern. Dann lass uns doch mal gucken, wo wir eigentlich hier genau sind. Am besten die Karte, das Tal von Tadmor. Ja, wir sind jetzt hier in so einer Senke drin. Und ich bin gespannt, was hier noch so alles gibt in dieser Senke. Oder wo es noch weitergeht. Oder es geht nicht mehr weiter. Laut Karte geht es nicht weiter. Oha. Hoffentlich ist da jetzt endlich der Löwenbändiger. Der Löwenjäger. Sag mal. Das sind ja Krokogatoren. Alligatoren, Krokodile. Noch mehr Gedöns. Ich bin auf der Suche nach diesem Tadmor. Ne, nicht Tadmor, Tabor. Sind da schon wieder so viele? Sag mal, hab ich einen Knall oder was? So, mal eine kurze Potenzmeldung. Ja. Oh, 1.000.000. 80.000. Jep, was haben wir? Stärke 140, Geschick. Ah, ich habe 4 Stärke dazugekriegt, weil ich Äpfel und Bananen gegessen habe. Ja, okay. Also, es bleibt mir schon wieder nichts anderes übrig, als das Unwetter zu nehmen. Und hoffe, dass die Krokodile dann auch wie die Krokodile umfallen. Okay, haben sie getan. Jetzt noch mehr. Da hinten ist noch einer. Oh, ist aber seicht hier. Oh. Hä? Okay. Kann hier durchlaufen. Wasserfehler. Okay, gerade eben noch so. Ist da noch einer? Ah, da sind noch mehr. Ah, da ist noch einer. Der hat mich auch schon erwischt. Okay. Nicht erwischt, aber mich gewittert. Na los, dann komm. Ich hoffe, dass ich dich dann... Unter Wasser? Soll ich dich unter Wasser killen oder was? Unterwasserkillung. Machen wir das mal. Wo ist er denn? Also. Oh, cool. Und er bleibt sogar. Okay, er bleibt sogar. Da. Aha. Ja, ist das jetzt hier End of Line oder wie? Doch Sackgasse oder was? Krieg den Kohl nicht fett. Oh, 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 oh. Komme ich hier hoch? Komme ich hier nicht hoch? Nein, komme ich nicht hoch. Ja, da brauche ich es gar nicht versuchen. Vielleicht hier irgendwie? Komme ich auch nicht hoch? Das brauche ich auch nicht versuchen. Nö. Ja, das war's dann wohl für die Folge. Nee, ein paar Minuten habe ich noch, aber was soll ich denn jetzt machen? Habe ich irgendwas hier unter Wasser vergessen? Gucken wir mal uns um. Ist ja irgendwie hier noch so ein Eingang, aber es ist zu seicht und zu flach. Nee. Ja, das war das. Moment mal, ich bin von da gekommen? Ne? Ja, also hier rum. Hier ist noch eine Lücke. Mein Gott. I am so blind irgendwie auch. Jetzt werde ich mal speichern. So, nee, da ist nichts. Es zwitschert. Ihr seht wahrscheinlich mein verwundertes Gesicht. Wenn das Nomaden da hinten sind, Hyänen, dann weiß ich jetzt wieder mal nicht, in welcher Verkleidung ich jetzt wieder auftreten soll. Ich werde mich mal erstmal stärken. Ja, Käse habe ich auch ein bisschen gegessen. Jetzt geht es darum, dass wir uns mal wieder hier ein bisschen neutral anziehen. Also als Ritterrüstung ohne Kopfschutz. Probieren wir es mal erstmal hier mit dem Feuerball. So. Die sind ja ein bisschen verteilter hier, die Hyänen. Oh ja.
2 Schüsse. So, ist hier noch irgendwo eine, die unsichtbar sein könnte? Hinter mir, über mir, unter mir. Ah, ein Puma gibt es da auch. Nein, das sind ganz viele, die jetzt auf mich zukommen. So. Da ist eine. Hier könnten wir doch mal. Okay, die anderen werde ich im Off genauso machen. Dolly, also die Hyänen und Hyänen nicht mehr. Jetzt bin ich hier in meinem neutralen, aber sehr warmen Metallrüstungs... Klamotte in meiner Metallrüstungsklamotte und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was jetzt hier. Gott sei es gepriesen und gepfiffen. Endlich haben wir Tabor getroffen. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass... Ich speichere mal vorher ab. Kann nur hoffen, dass er nicht auf mich zu hauen. Sind das Assassinen? Jetzt bist du dran. Oh, tolle Nummer. Ergo, das heißt, dass ich mal hier die Assassinenklamotte anziehe und mich dann, die haben mich vorher noch nicht gesehen, das wollte ich nur sagen, mich dann denen nähere. Ja, Löwenjäger. Halt, aus welchem Busch bist du denn gekrochen? Wärm mal lieber deine Augen weiter auf, dann hättest du es bestimmt gemerkt. Jetzt führe mal nicht so eine große Klappe, das könnte dir ganz schlecht bekommen, verstanden? Oh, jetzt kriege ich aber Angst. Wer bist du denn, du Draufgänger, hä? Ich gehöre zu Tabors berühmten Löwenjägern. Das hättest du wohl nicht gedacht, was? Tabor und seine Löwenjäger? Kenne ich nicht. Ich glaub's ja nicht. Du kennst wirklich Tabor nicht? Nein, wirklich nicht. Na, dann hast du heute ja die Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Ja, das werden wir jetzt auch machen. Zwar sitzt er doch direkt daneben hier. Los, Tabor. Das sieht aber cool aus. Los, komm, sprechen wir ihn an. Also, so geht's nicht. Na. Wow. Alle Achtung, ihr seid ganz schön mutig. Ha, findest du? Na klar. Ihr habt euer Lager mitten unter einigen Löwenrudeln aufgestellt. Ganz schön gefährlich. Oder seid ihr etwa ein wenig lebensmüde? Lebensmüde? Tja. Die paar Löwen machen Tabor noch lange keine Angst. Du heißt also Tabor. Mein Name ist Roland. Was tut ihr hier? Na, Löwen jagen. Was sonst? Du hast anscheinend noch nie von mir gehört, was? Wenn ich ehrlich sein soll, nein. Ja, na sowas. Ich bin Tabor, der größte Löwenjäger hier in Warand. Klingelt es da bei dir nicht? Nein, überhaupt nicht. Wie? Na schön. Du weißt jetzt aber, wer ich bin und was wir hier wollen. Gabiliar, das ist mir noch nie passiert. Ja, genau. Von Iskra haben wir ja die Info. Iskra würde gerne wissen, wann ihr zurück nach Uga kommt. Wenn wir hier fertig sind. Aha. Das ist aber noch lange nicht der Fall. Ja, an dieser Stelle werde ich nochmal ihn hier fragen, wie es denn so geht. Wie so läuft? Und? Wie läuft's? Mäßig. Wir wollten eigentlich mit allem schon fertig sein. Aber immer wieder kommt etwas dazwischen. Okay. Ja, Tabor. Und dann werde ich ihn in der nächsten Folge fragen, ob wir was für ihn tun können. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Daumen, einen Kommentar. Das wäre lieb und nett. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.